Bilder, Bilder, Bilder. Unser digitaler Newsfeed läuft über. Das, was wir da sehen, ist meistens viel komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Ein Kunstwerk kann einem die Augen öffnen. Wie hängen die Dinge zusammen? Und wie erkenne ich den Zusammenhang der Dinge? Augen auf. Und Kopf an. Kunst bedeutet, das Schöne zu sehen. Aber auch das Schreckliche zu erkennen. Was erzählt uns die Kunst von gestern über das Heute? Und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?